Herzlich willkommen im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. PSV Eindhoven gegen Rapid Wien. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Das muss es fast sein. Jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Burgstaller. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Vielversprechender Steilpass. Die Chance hier. So, die Chance jetzt. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Burgstaller. Das ist ein vielversprechender Pass. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Burgstaller. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Guido Burgstaller. Ganz wichtig, da muss er hin. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ball, da könnte sich was anbahnen jetzt. Und damit sind sie nun mit drei Toren vorne, machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Gnasmüllner. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Luc de Jong. De Jong ist das. Gutes Tackling. Schön vorbeigekommen. Klasse Tackling. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Luc de Jong. Mauro Junior. Luc de Jong. Das könnte gefährlich werden. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Pause im Philips Stadium. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss.
So, wir gehen wieder rein ins Spiel, wo die große Frage ist, kann Eindhoven an die Leistungen aus der ersten Hälfte anknüpfen? Da ist die Chance. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Bailly. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Luc de Jong. Kollegen bieten sich an. Guido Burgstaller. Da haben sie die Chance. Klasse dazwischen gegangen. Der ist drin. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Luc de Jong. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Die Chance hier. Die Chance lebt noch. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Da hat er die Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sauberes Tackling von ihm. Guido Burgstaller. Klar, das ist abseits. Sie sind ein wenig selber schuld. Weil sie zu hastig waren. Da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass. Das ist ärgerlich. Luc de Jong. Ein Pass mit viel Auge. Er spielt den Steilpass. Kein Tor, der Torhüter ist da. Er kann erst mal klären. Nicht ungefährlich, Steilpass. Volles Risiko. Das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Bailly. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter.
Luc de Jong. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ganz sicher. Jetzt der Eckball. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die ganzen. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt.